Okay. Gut, dann wollen wir doch jetzt uns mal darum kümmern, dass wir einen kleinen Fahrstuhl bauen. Aber dann sollten wir uns vielleicht einmal zusammen überlegen, wo wir den hinbauen. Es wäre richtig lustig. Können wir bitte auch mal so ein Video von dir machen, wie die Elevator Boys machen? Nina, guck. Ja, können wir gerne mal machen. Guck mal im Stream. Hast du gerade ja gesagt? Also, das war ein Witz. Guck mal, wir mo sollten den vielleicht schon so 3x3 groß machen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wir können ihn von mir aus auch 2x2 machen. Mir egal. Also die ganze Seite hier kannst du zubauen. Ich Also, wollte nur der hier muss was nicht groß sein. hinbauen. Der braucht nur oben so ein Ding und dann muss der runterfahren. Das Ding ist, 2x2 geht halt auch, aber da ist halt auch so ein Pult drin. Das heißt, du hast einfach nur einen Block, wo du. Der kann auch 2x1 sein. Geht auch. Halt so ein Ein-Mann-Fahrstuhl. Das musst du ja entscheiden, weil das ja deine Bibliothek ist. Ja, aber mach so, dass Ich es cool könnte den aussieht. aber auch, wir könnten den auch hier reinbauen, dass ich das sozusagen das Haus nach hinten noch 3 Blöcke weitermache, an dem Fleck hier. Wie du, das ist ja dein Haus, Können also wir auch machen. du sollst das sagen, Mach wie du das einmal. möchtest, dass man hier dann Mach so was. reingeht zum Beispiel. Andererseits, wenn der 3 groß ist, kann man natürlich keine vernünftige Tür dahin machen, oder? Das finde ich cool. Obwohl doch klar, in die Mitte eine. Okay, also dass ich dann, oder ist da irgendwas hinter? Nee, dass ich den hier so. Also, dass sozusagen hier hinter dann der Dings wäre, dass man hier reingeht. Oder ist das doof? Ach, du bist schon wieder weg. Ja, aber ich sehe das im Stream. Ist das okay? Ja, voll Und cool. dann bauen wir das hier hinten, sag ich mal, so. Ah, nee, so geht das nicht. Muss gerade denken. Ja, ist egal. Der kann übrigens auch. Kommt hier noch eine Etage oben rein oder bleibt das so? Das bleibt so, ne? Okay, also dann soll er nicht nach oben fahren, ne? Ich habe das Modpack installiert und jetzt reagiert Minecraft nicht mehr. Am besten den PC aus dem Fenster schmeißen. Ja. Vielleicht musst du mehr RAM zuweisen. Da musst du mal googeln, wie das funktioniert, wenn man. Wenn man CurseForge benutzt. Malibu, Du hast Hallöchen, wie geht's dir? CurseForge Schön, dass du gesagt. reinschaust. Hallo, Malibu. Ich habe meine Schippe weggelegt, weil ich dumm bin. Pass auf, Leute. Ich mache jetzt etwas. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich räume jetzt kurz nicht mein Inventar auf, aber ich räume es aus, zumindest. Die Sachen, die ich nicht brauche, kommen jetzt hier raus. Du und deine Wirtschaft, ne? Ja, ich mach halt, Nina, weißt du, das Ding ist, also ja, ich bin da sehr unordentlich, das gebe ich auch zu, aber für diese Wie im Real-Life. Create-Sachen brauchst du halt einfach so viel verschiedenen Stuff schon alleine. Okay, das brauchen wir nicht dafür. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir alles nicht. Aus Das Pineapple kann brauchen wir man das doch nicht. auch machen, oder? Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Oh. Aber es nehme ich trotzdem mit, weil sonst finde ich das nachher nicht wieder. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das. Okay, ist schon voll. Das. Obwohl, das Das, brauchen wir das, vielleicht. das, das, das. Ich habe noch ein Buch hier, Nina. Falls du noch eins, Ja. also ein einziges, aber. Vielleicht brauchst du das ja. Ja, okay, Fichtenstamm und den können wir auch so mitnehmen. Fichtenholzbretter, das Den räume ich riecht jetzt nicht auch leer. ein bisschen netter. So. Nina mal wieder sehr hilfreich. Alter, Nina, wir müssen unbedingt das unter den Bäumen ausleuchten. Jetzt ist hier schon wieder nämlich ein. Ich habe nicht mal ein Schwert. Ein Ein Käfer. Skelett. Ja. Ich leuchte da mal ein bisschen aus. Die Keks. So, zack. Ah, die kommen vielleicht auch hier unten aus der Höhle natürlich, ne? Natürlich. Könnte sein.
Ja, es wird aber auch schon wieder Nacht, ne? Kannst du kurz schlafen? Yep. Na klar, gar kein Problem. Ah, jetzt habe ich meine Schippe vergessen. Obwohl, klar, ich stelle einfach eine neue. Gut. Hast du gut geschlafen? Ja. Schön. Wo wohne ich? Da. Tiana, hallo! Hallöchen, ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du reinschaust. Wie tief soll das runtergehen, Nina? Also soll die Etage direkt da drunter sein, ja, ne? Oder soll das richtig weit nach unten gehen? Wie du willst, du wolltest einen Aufzug bauen. Wenn dich das ja, ich baue ja nur einen Aufzug, wenn der auch so was Sinnvolles ist, sonst baue ich den woanders hin. Ja, ich meine, dann macht man, also mach ihn doch tiefer, oder? Nein, so meinte ich das nicht. Mir ist das egal. Also, was willst du denn da hinbauen? Ja, haben wir nicht gesagt, dass wir da die Verzauberungsstation reinbauen? Okay, und wo, also soll die tiefer? Ja. Ja, okay. Okay, das ist... So, ja, okay. Hä? Hallo, du Lochmann! Sarah Fährlichen, wie geht's dir? Nina? Guck mal. Ich hab irgendwie... Was hast du da in der Hand? Eine Bank. Ich hab irgendwie meine... Dinger verloren. Meine... Dinger, wie heißen die denn nochmal? Hä? Warum hast du mir eine Diamantspitzhacke gegeben? Ja, ich dachte, du meinst das. Nee. Wie heißt das? Mein Baugerüst. Zurück. Mein Baugerüst. Ja, komm runter. Das war jetzt dumm. Hier. Weil ich brauche mein Baugerüst, sonst. Aber ich weiß nicht, wo ich das hingehe. Ich habe keinen Bambus. Ja, ich habe Bambus. Aber ich. Warte, ich hol was. Ganzes Loch wieder zugebaut. Du musst ja auch mal so ein Baugerüst bauen, wirklich. Super praktisch. Das ist super praktisch. Und Mali, danke schön für deinen Lurk. Lurky Durky. Ich möchte ja auch nicht immer hier mit Suchen verbringen, aber ich weiß nicht, wo ich die hingepackt habe. Da. Er weiß es nicht. Hab sie schon gefunden. Er hat es gefunden. Willst du auch ein paar haben? Würde dir welche abgeben. Ist schon gut, Chat. Na gut. Guck mal, wie toll. Ja, du kannst das hinten zubauen. Du hast gar nicht geguckt, wie du da reingejumpt bist. Also du kannst das da oben zubauen. Das muss nur ein bisschen hoch, also drei hoch, plus, dass ich oben einen Block noch hinsetzen kann. In der Mitte. Weißt du, was ich meine? Ja. Also die Seiten müssen drei hoch sein. Am besten wäre vier hoch. Weil dann kann ich noch drei hoch reicht. Also drei hoch. Und wenn du in der Mitte musst, aber ein Block auf den vierten hoch. Du kannst das aber auch einfach machen, dass du ein Spitzdach baust oder was weiß ich. Wenn du ein Flachdach baust, dann müssen es vier Blöcke sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Soll ich noch tiefer machen? Wie du möchtest. Ja, wir bauen das doch zusammen. Ja, aber wenn wir das zusammenbauen, dann musst du ja auch Entscheidungen treffen. Ja, oder aber nicht? Du musstest jetzt sagen, ja, oder tiefer, und dann sag ich, ja, aber so ist ja blöd, oder? Oh. Also ich finde das ganz schön tief. Bin ich ja hier... Nee, fang jetzt nicht an, damit Erde zu bauen. Ja... Schneller! Danke. Bitte. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das geht. Was brauche ich dafür? Was ist denn ein das? Achso. Okay, warte mal, habe ich davon noch was? Way, hallöchen, herzlich willkommen im Stream. Nein. Tiffany, danke schön für dein verschenktes Sub an Tiana. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Hat geklappt, super. Das freut mich. Ja, das braucht ein bisschen, ups. Das braucht ein bisschen RAM. Nina, ich mache hier mal noch zwei Fackeln an, weil ich habe echt Angst, dass ihr nachher... Ja, in der Mitte muss jetzt aber einen höher, ne? Hä?
Das war ja das, was ich eben gesagt habe. Also ich muss hier oben auf jeden Fall noch mindestens einen Block... Warte mal, vielleicht muss ich da sogar noch mehr hinsetzen. Hast du mir nicht gesagt. Also warte, muss es noch das? Einen Ja, warte. Wie wird denn das an... Ja, das muss da ja angetrieben werden. Ah, das ist natürlich kritisch. Wie treiben wir das denn an? So. Ja, pass auf, warte mal. Ja, so, aber warte mal, bevor du das baust, vielleicht sogar. Das muss halt irgendwo angetrieben werden. Wir könnten an die Seite... Wie sollen wir es antreiben? Mit dem Wasserrad? Mit dem Windrad? Ja, die anderen Sachen. Ich meine, eine Dampfmaschine hier neben bauen ist vielleicht ein bisschen komisch, oder? Nee, ich möchte was Altertümliches. Was, ein Wasserrad oder ein Windrad? Naja, wenn es ein Wasserrad ist, dann müssen wir hier erstmal eine Wasserquelle machen. Ja gut, wir könnten da ja... Nee, so, ich meine, damit es schön aussieht. Ja, wir könnten da ja einen Fluss lang bauen, so einen kleinen Bach. Okay. Das ist natürlich dann Arbeit. Finde ich gut. Wir können aber auch ein Windrad einfach... Ja, wohl, das ergibt überhaupt keinen Sinn, hier ein Wasserrad hinzubauen, ne? Weil von wo soll das Wasser kommen? Dann Wind. Aber ein Windrad an der Bibliothek ist auch komisch, ne? Wie könnten wir das denn mit dem Wasserrad machen? Also ich meine, das Wasser könnte hier runterlaufen, aber von wo kommt das dann? Ich weiß nicht. Wir könnten hier einen... Es wäre halt viel Arbeit, aber wir könnten hier einen kleinen See hinmachen. Und dann fließt das Wasser hier am Haus lang und fließt dann hier unten in die Höhle zum Beispiel rein. Mhm. Hast du mir zugehört? Also zugeguckt? Ja. Das ist viel Arbeit, ne? Ja. Also wollen wir das machen? Mhm. Soll ich das große Wasserrad bauen? Puh, weiß ja nicht, was reicht. Ich zeig dir mal. Ja, vielleicht ist das große besser. Ich zeig's dir erstmal und wenn du sagst, dann können wir entscheiden, ob das gut ist oder schlecht. Okay? Mhm. So, pass auf. Also einmal so. Das ist das Kleine, aber das Kleine hat wahrscheinlich nicht genug Power. Deswegen müssen wir einmal das Große bauen. Pia, Hallöchen, wie geht's dir? Hallo, Pia. Das klingt falsch. Ja, tiefer. Also, ja, also, was soll ich dazu sagen? Guck mal, Nina, so sieht das aus. Wow. Soll das auf die Höhe? Mhm. Dann muss ich das irgendwie nach da oben. Ja, gut, das kriege ich aber hin. Kann ich hier mit Zahnrädern machen. Würde dich das stören, wenn dieses Ding hier noch zwei Blöcke nach hinten rausgeht? Oder sieht das, also ist das dann für dein Design blöd? Nö, das ist ja eh die Rückseite. Weil dann könnte ich, weil ich muss dahinter Zahnräder noch machen, dann könnte man die so ein bisschen verstecken. Alright. Okay. Das ist gar nicht schlimm. Weil dann würde ich die Dings hier hinsetzen. Oh, Tiana. Was ist los? Katze hat einen Vogel mitgebracht. F. Ja, das bleibt halt leider nicht aus mit Freigängern. Amaya killt auch Mäuse wie sonst was. Die Wiese gleicht einem Friedhof. Das ist wahr. Ich baue das mal gerade aus Dirt einfach. Du kannst das ja gleich anpassen. Ich finde das voll lustig. Man kann einfach einen Dreckblock schneller abbauen als einen Grasblock. Mhm. Oder? Also finde ich, fühlt sich so an. Habe ich noch nie rausgefunden. Mann, warum? Du bist ja auch nicht so ein Pro-Gamer wie ich. Stimmt. Tabea, Hallöchen, wie geht's dir? Mensch, heute kommt ja alle vorbei. Ich hoffe, dir geht's gut.
Hallo, Tapsi. So, okay, wir brauchen jetzt, ich muss jetzt was holen. Es kann sein, dass wir davon nicht mehr genug haben. Da wäre Lukia heute gefragt, was das eigentlich ist, was hier auf dem Schrank rumsteht. Und das war dein Eiskaffeepulver. Ja, was weiß ich, was hier wieder. Er hat es wieder beschrieben mit, was ist eigentlich dieses kleine Ding hier? Und ich wusste genau natürlich, was er meint. Mit das kleine Ding. Was wollte ich nochmal holen? Ach ja. Und die Nachbarin hat zwei Katzenschrecks aufgestellt. Also Projekt läuft. Ja, aber die beruhigen sich. Das ist immer am Anfang belastend einfach. Aber sagt der bloß, die soll die Frequenz hoch genug stellen, weil Kinder hören das viel, also die haben viel empfindlicheres Gehör. Also je älter man wird, desto weniger hört man diesen Katzenschreck. Und hinterher bekommt eure Kleine dann noch irgendwas an den Ohren, nur weil die Frequenz nicht richtig eingestellt haben. So ich nämlich. Muss jetzt tauchen, Nina. Mm-mm. Doch. Da bin ich raus. Nina, du musst mitkommen. Nein, ich möchte das nicht. Doch. Nein. Doch. Ja, dann sage ich dir auch, du musst jetzt mit mir fliegen. Hä? Damit so. Du hast doch Angst vorm Fliegen. Ja, aber ich meine, in der Höhe. Ja, Tiana, das musst du denen sagen. Ne? Ich weiß, neue Nachbarn und so, aber das ist wirklich schädlich fürs Gehör. Nachdenklich. Weil das so ein hoher, frequenter Ton ist. Und das kann das Gehör kann es langfristig schädigen. Und gerade eben bei Kindern. Tatsächlich ist das sogar rechtlich geregelt. Also die dürfen das nicht so einstellen, dass ihr das hört. Da kommt die deutsche Nina raus. Ja, ich habe mich da sehr informiert, weil wir genau den gleichen Stress hatten. Das war richtig schlimm. Dieses Geräusch ist so, also du kennst es ja auch. Du weißt, was ist denn das hier? Was denn? Ja, das war der Überweg für die Terror-Tiffany, aber die wollte da nicht drüber laufen. Keine Ahnung, wo die jetzt ist. Ja, die steht ja immer noch da in der Ecke. Meine Kollegin schießt mit der Wasserpistole auf die Nachbarskatze. Finde ich aber nicht schlecht. Also ganz ehrlich, wenn meine Katzen meine Nachbarn nerven oder so, sollen die das ruhig auch machen, weil es schadet der Katze ja nicht. und dann macht bestimmt Spaß. Ja, und dann gehen die da halt wenigstens nicht mehr hin. Ich kann das verstehen. Weil, also ne, manchmal machen die ja Sachen, wo die das nicht wollen. Amaya hat bei den, bei meinen alten Nachbarn in den Kies gekackt immer. Also ich kann das verstehen, dass man nicht will, dass die da hinkommen. Aber die sollen halt die Sachen dann so einstellen, dass die Menschen sich davon nicht gestört fühlen. Also. Ja, guck. Tapsi, die Katzenmama, sagt genau das Gleiche. Also, weil das tut den Katzen ja nicht weh. Deswegen finde ich das auch nicht schlimm, jetzt so mit diesen, also so mit Sachen abschießen, die den Katzen wehtun oder mit Steinen bewerfen oder so. Die können auch mit einer Paintball-Gun auf die Katzen. Ja, genau. Das ist ja dann schon wieder scheiße, aber so eine Wasserpistole finde ich nicht schlimm. Ich stelle es gerade so vor, wie da einer so im Garten sitzt. Also ist natürlich nicht lustig, aber irgendwie ist es auch lustig. Ah, hier ist das schon. Achtung Leute, wir gehen jetzt auf Tauchgang. Also wenn ihr Anaphobie habt oder wie das heißt, dann F an euch jetzt. It's gruselig. Was hast du gerade gesagt, wie das heißt? Was weiß ich, wie das heißt? Das heißt Thalassophobie. Hab ich doch gesagt, irgendwann mit Phobie. Wieso geht das wieder unter? Hallo? Oh, toll. Ja, Tiana, ich kann das wirklich voll nachvollziehen. Also, das war, wo ich vorher gewohnt habe, genauso. Ja, das heißt Anaphobie. Ja. Also, bei uns hat die Nachbarskatze früher auch mal in den Garten geschissen und das war richtig ekelig. Ja, und das kann ich ja dann verstehen, wenn man das halt nicht will. Also, ne, ich kann das Grundprinzip total nachvollziehen, auch wenn man sich so einen Katzenschreck hinstellt, auch wenn er mehr oder weniger was bringt. Bringt überhaupt nichts. Die hat direkt daneben gekackt. Ja, also, keine Ahnung. Aber deswegen finde ich das nicht schlimm. Die hat wahrscheinlich gedacht, was wollt ihr denn? Ich bin eh taub und hat da erstmal schön hingemacht. aber deswegen finde ich das nicht schlimm, wenn man die dann irgendwie
anfängt mit einer Wasserpistole abzuspritzen oder was weiß ich. Aber dieser Ton ist so schlimm. Johannisbeeren, ja, die muss man auch mit dem Netz beschützen, ganz wichtig. Weil Johannisbeeren haben es schon schwer. Hä, verstehe ich nicht. Tabea hat tolle Nachbarn. Also. F. Ach, guck mal, jetzt wisst ihr ja, wo die andere Zugstrecke hinführt. Da steht's ja. Dumm. Was steht denn da? Da steht das. Wieso steht da überhaupt S? Warum steht da H? Hä? Keinen Sinn. Kein Sinn! Tiana, ey. Deine Geschichten von früher sind auch einfach immer anders wild. Ah. Ja, das ist natürlich interessant. Also das nicht gerochen? Also, ne, sowas kann ich halt auch voll verstehen, wenn man das nicht will, dass sie da irgendwie in den Sandkasten kacken oder sowas. Aber sobald ich nicht mehr im Garten einfach Finger kann, in Po. Da hört's auf. Ja, Lukas, ich hab heute irgendwann gesagt, hat er gesagt, ja, ey, das wäre ganz schön lustig, wenn ich dir jetzt meinen Finger in den Po stecken würde. Weißt du was, ich habe eben was richtig Lustiges auf Instagram gesehen. Was denn? Also, Nina, man sagt ja, Scheiße, warte mal, was sagt man nochmal? Genau, man sagt ja, du bist, was du isst. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich ein faules Stück Scheiße gegessen habe. Hä? Der war doch lustig. Ein bisschen, ja. Och Mann, Leute, der ist doch wohl verständlich. Ja. Hä, was kann man denn daran nicht verstehen? Ich möchte es jetzt nicht nochmal erklären. Verstehen vielleicht, aber... Was? Die Frage ist, wo da der Witz ist. Das ist doch lustig. Ach Mann, weißt du, anstatt dass ihr euch mal... Ja, Tiana, dankeschön. Weißt du, das war halt wirklich mal ein guter Witz. Guck mal, Tiffany fand's auch lustig. Das war vor allem, weißt du, wo die den erzählt haben? Das war beim Frühstücksfernsehen. Und der Moderator hat sich so kaputt gelacht, dass er dann auf dem Boden lag. Das war so geil. Ja, da hätte ich es wahrscheinlich auch lustig gefunden. Ach, jetzt ist es wieder lustig. Ja, es kommt ja drauf an, wie du es erzählst. Ich finde, ich habe das gut erzählt. Ich habe nur zwischendurch kurz vergessen, wie es geht. Aber so im Großen und Ganzen finde ich, also ich bin mit meiner Leistung durchaus zufrieden. Okay. Ja, ist okay, wenn du damit nicht zufrieden bist. Chat, seid ihr mit meiner Leistung zufrieden? Toll, mein Iron Sheet ist nicht hier. Das ist natürlich Schiete. Ich esse gern Schwein, deswegen habe ich immer einen inneren Schweinehund dabei. Reiht sich ein. Hä, wo kommt denn der Hund? Vom Hotdog. Warum heißt das eigentlich Hotdog? Wegen Dackel oder was? Kann ich dir was sagen. Warte. Irgendwann wusste ich das mal. Wow. Das ist gut, Nina. Warte mal, was suche ich? Iron Sheet. Wo habe ich das hingebrabbert? Warte, ich... Such das jetzt raus. Nee, nicht jugeln. Warum heißt. Nina, ein dann ist ja keine Leistung Hot Dog, mehr. Hotdog, Hotdog. So. Er ist nicht nur wunderbar lecker und weckt. Hey, weg. Weckt nostalgische Erinnerungen an den USA-Urlaub. Der Hotdog sorgt immer bla bla bla. Stimmt, wenn ich einen Hotdog esse, denke ich immer an meinen USA-Urlaub. Ja, ich auch. Wer schon einmal durch die Straßen Manhattans spaziert ist, wird die Hotdog-Wagen bemerkt haben, die so bla bla bla. Was labern die da? Seine Wurzeln hingegen liegen in Deutschland. Genau genommen in Frankfurt am Main, wo Mitte des 19. Jahrhunderts ein aus Coburg stammender, ist irgendwer von euch aus Coburg? Coburg? Stammender,
Nee, Coburg. C-O-Burg. Stammender Metzger, die Wurst im Brötchen erfunden haben soll. Rund 20 Jahre später wurde der heutige Hotdog in Coney Island, einem Vorort von New York, erfunden. Als Erfinder des modernen Hotdogs gilt Charles bla bla bla, ein Deutscher bla bla bla. Er ließ sich ein bla bla bla. Andere Quellen soll es bla bla. Sag mal, ich will bla. Das hören. Und warum heißt das jetzt da? Es gibt mehrere Versionen davon, wie der Hotdog zu seinem Namen kam. Einerseits wurde im englischen Sprachgebrauch seit Beginn des 19. Jahrhunderts Dog als Bezeichnung für Würstchen eingesetzt. Der Begriff stammt daher, dass viele Metzger Würstchen aus Hundefleisch herstellen. Okay. Lecker. Außerdem sollen viele deutschstämmige Metzger Dackel, sogenannte Sausage Dog, gehalten haben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fertigt der Cartoonist und Illustrator Thomas Aloysius Ted Dorgan. Ich finde meine Kommentare toll. Das gehört noch dazu. Eine Karikatur eines in einem Brötchen eingequetschten Dackels an. Die Karikatur soll ebenfalls zur Verbreitung Karikatur! Des Begriffs, Karikatur! Die Karikatur! Zur Verbreitung des Begriffs Hot Dogs beigetragen haben. Hat mich irgendwie nicht so zufriedengestellt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum das so heißt. Du hast es zu lange. Du hättest das schneller sagen müssen. Ja. Also nicht schneller, sondern kürzer. Weil in der Kürze liegt die Würze. Das ist mein Motto. Okay. Julie, Hallöchen, wie geht's dir? Hallo. Wollte gerade zurückspulen, bis ich gemerkt habe, ach ja, das ist live. Lies, Hallöchen, wie geht's dir? Ja, das... Ha! Bananen, wunderbar, bumm. Nina, kannst du mal kurz schlarfen? Ich werde nun schlarfen. Schlarfen mit den Larven. Ich kann nicht schlafen. Ach so. Wo bist du eigentlich? Ich mach Papier. Ach so. Die Nina macht Papier. Sie ist ja gar nicht hier. Sie trinkt heute auch ein Bier. Aber erst um 4. Aber nicht vor 4. Also. Nicht vor 4 trinkt Nina ein Bier. Um 4. Clara, Hallöchen, wie geht's dir? That's what he said. Ich hab vergessen, was ich... Hallo. Ich muss aufs Klo. Ach, ich hoffe einfach, dass die Putzkraft noch nicht da ist oder schon weg ist. Ich hoffe, dass sie noch da ist. Das Licht ist aus. Ich muss nach Haus. So. Muss ich den noch schneller machen? Nee, das soll ja kein Speedy-Ding werden, ne? Oder soll das ein Speedy-Ding werden, Nina? Nee, es soll langsam und alt sein. Okay, gut. So wie du. Ja, so wie ich. Alt und gebrechlich. Warte mal, ich brauche jetzt noch... Chat, warte doch mal, Nina braucht jetzt. Ihr müsst übrigens euch merken, ne? Ihr müsst das nachher nachbauen, hier euren Elevator-Boy. Nee, aber jetzt mal ohne Witz, das ist wirklich ein toller Mod. Also ihr müsst die benutzen. Die ist einfach geil. Meinst du, ich schaffe den heute noch fertig? Ich erwarte es. Ich hoffe es. Also an sich ist das nicht schwer. Aber ich brauche eventuell gleich noch so Dinge. Ja, wow, Lukas. Wie wäre es, wenn du Kohle reinlegst? Oh. Also manchmal zweifle ich auch einfach an meiner Intelligenz so ein bisschen. Geht euch das auch manchmal so? Nee. Okay. Ach, guck mal. Hier. Das gibt eine 4 für die Präsentation, Nina. Hast leider sehr viel abgelesen und Blickkontakt hast du jetzt auch nicht so gehalten. Dafür sehr flüssig und verständlich geredet. Ja, also ich würde... Ja, eine 4 reiche ich mich mit ein. Wer hat denn das gesagt? Ja, du kannst noch mal üben. Du kriegst noch eine zweite Chance gleich. Welches Thema? Das darf ich dir noch nicht sagen. Okay. Oh, das ist aber sehr langsam. Ich glaube, bei der Geschwindigkeit braucht man ungefähr 3 Jahre, bis man im Keller ist. Oh, das ist wirklich sehr langsam. Ich möchte, dass der so ist wie bei der Titanic. Oh, ich bin auch dumm. Ich habe es genau falsch rumgebaut. Leute, und ihr habt wieder nicht aufgepasst. Es muss natürlich das... Nee, warte mal. Doch, klar. Nee, hä, warte mal. Schwupps. Wie rum muss es denn jetzt? Nee, jetzt ist ja noch langsamer. War schon richtig. Ihr habt mich kurz verunsichert. Hä?
Die Mod heißt Create. Die ist aber auch in dem Modpack mit drin. Schwupps. So. Zack. Schwupps. Und jetzt kommt da drunter nämlich... Nina? Ja? Ich schwupps dich gleich. Und ich schubs dich gleich. Boah, wat'n dis? Warum guckt ihr eigentlich zu? Ich verstehe nicht. Warte mal kurz. Nina, jetzt warte doch mal kurz. Was ist das denn? Recent Changes. Also. Was ist das denn? Pause. Redstone Contact brauche ich. Okay, ich Können die scheiß Himbeeren jetzt mal wachsen? Und ich brauche ein Contraption Control. Okay, also Redstone Contact. Hoffentlich ist das nicht so teuer. Redstone Contact. Ja, easy. Easy. Davon brauchen wir zwei. Also das machen wir einmal gerade. Das beschreibt dann, wo unser Fahrstuhl anhält, Leute. Dass ich an deiner Intelligenz zweifle, kein Kommentar. Nee, ich spiel jetzt keinen Sound ab, Tiffany. Den hast du dir... Ach, Bipster, den hast du dir jetzt nicht verdient. Mir geht's ganz gut. Füße habe ich heute hochgelegt und gekühlt, weil es ganz schön dick von meinem Laufversuch geworden sind. Ich wurde vor 3 Wochen da operiert. Oh, ich hoffe, es hat aber trotzdem wenigstens ein bisschen geklappt. Konntest du jetzt 3 Wochen gar nicht laufen? Ich würde dich ja mal gern sehen, wie du 3 Wochen nicht läufst. Also würde ich nicht gern tittete, weil dir soll natürlich nichts passieren. Aber ich glaube, das wäre ganz schön schlimm für dich. Habt ihr das gehört? Hallo, ich hab's ja wohl revidiert. Ja, aber erst danach. Ja, gut, davor kann man das auch nicht revidieren, ne? So, dann brauchen wir noch einen Con. Bitte. Oh, das ist ja voll easy. Ein Button, Chasing und Electron Tube. Easy. Sweet Soul gerne. Sehr, sehr gerne. Lauf schneller! Ist euch mal aufgefallen, dass seitdem ich da an diesem Ding arbeite, Nina einfach überhaupt nicht mehr da ist? Hallo, ich habe da gerade einen Dings platziert. Ein Block. Ja, das ist anstrengend. War das lecker? Hat's geklappt, Blackhead? Sehr schön. Und super einfach, ne? Schmeckt viel geiler als die gekauften, oder? Was wollte ich hier holen? Ach ja. Seit ein paar Tagen durfte ich mit dem Laufen anfangen. Aber nur ganz wenig, oh Mann. Aber ich hoffe, dass es ganz schnell besser wird. Gute Besserung weiterhin. Warte mal, ich brauche doch mehrere eigentlich davon, oder? Weil sonst kann ich den Fahrstuhl doch gar nicht rufen. Ich bin irgendwie verwirrt. Ich bin verwirrt. Ja, egal. Ich baue jetzt erstmal einen. Ich bin Herbert Grönemeyer. Peter-Taschen hat Blackhead gemacht. Lecky einfach. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lecker das ist. Und das ist einfach bei dem Wetter so geil. Hätte noch Salz angekommen, okay. Und dann holt dazu mal wirklich das, was ich gestern in meiner Story hatte. Das ist so geil. Wir sind so gut dazu gefasst. Ich habe das natürlich auch wie ein Profi zubereitet, ne? Du hast eben gar nicht geantwortet, wie du das fandest. Ja, war ganz gut. Fandst du es, also findest du das, was wir normalerweise haben, besser? Ja. Okay. Nee, gleich gut. Ich fand das gleich gut. Das andere ist sonst mehr. Ja? Ja. Okay. Ja. Ja. Jo, jo, jo. 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 Mann, ich drücke immer den falschen. Egal. So, aus was besteht der Fahrstuhl, Nina? Papier. Nee, aus Papier ist eine schlechte Idee. Ich würde sagen, du solltest nicht verzagen. Einfach Lukas fragen. Kann man das nicht auch mal jetzt hier aus Bone machen? Bohnen, warte mal, ich habe eine Idee. Habe ich ja auch recht viel, oder? Nee. Hä? Lukas ist euer Pizzaofen von Oni. Ja,
Mit Holz, ja. Ich würde aber, könnte man ihn auch auf den Balkon stellen? Schwierig. Kommt drauf an, also dann würde ich lieber den mit Gas nehmen. Der ist ein bisschen teurer, also eigentlich ist der sogar ziemlich viel teurer, aber der ist auch sehr, sehr gut. Und du musst auch nicht den ganz großen davon nehmen. Also der mit Holz feuert schon ordentlich. Ja, das ist das Problem. Also das qualmt sehr und das darfst du ja auch auf vielen Balkons gar nicht, weil das dann das Haus könnte dann anfangen zu brennen. Also die Frage ist, darfst du auf deinem Balkon grillen mit einem Holzkohlegrill? Weil wenn du das nicht darfst, dann darfst du das andere halt schon mal auch auf jeden Fall nicht. Warte mal. Oh, Tabea, der wird sich bestimmt freuen. Hey, Tapsi, ich hab noch einen. Also wir. Den kannst du uns abkaufen. Oder? Ja. Die sind wirklich richtig gut. Also wirklich richtig geil. Also, jetzt also ehrlich, die mit Holzkohle, mit Holz, da muss man ein bisschen tüfteln, bis man es hinbekommt. Das ist gar nicht so einfach. Nein, Tabea, wir haben ja zwei. Also aus Versehen. Aber die Dinger sind wirklich richtig, richtig, richtig geil. Also. Wie gesagt, ist also nicht ganz einfach. Wir wissen die ganze Zeit nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Der ist mit Holz. Mit Holz ist der. Holz. Holz. Holz ist halt vom Feeling nochmal geiler, aber ist halt ein bisschen schwieriger. Wo ist mein Dings? Super Tapsi, finde ich toll. Mol. Ich hab doch vorhin Farbe gehabt, Nina. Also ich werde jetzt hier langsam wütend, wenn du mir immer meine Sachen klaust. Den haben wir auch erst einmal benutzt, ne? Oder? Ja. Einmal ist er erst benutzt worden. Quasi eingebrannt haben wir den. Und das war die Pizza für Becky und Alex. Also ist es auch schon noch besonderer. Ich werde hier gleich ein bisschen wild, Nina. Ich führe hier gerade Verkaufsgespräch, Lukas. Bitte grätsch mir nicht rein. Nee, aber das ist ein geiles Ding. Also wenn ihr wirklich auf Pizza steht, holt euch einen Oni. Egal welchen, die sind alle geil. Das ist eine geile Firma. Ja. Ich glaube, das ist sogar eine deutsche Firma, oder? Ja. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube. Haben die das eigentlich patentiert? Weil irgendwie gibt es ja nicht so viele Pizza. Doch, es gibt noch andere. Oder? Aber die sind halt nicht viel günstiger und sind halt nicht so geil. Es ist einfach so. Also es gibt schon noch so ein paar andere und schlecht sind die jetzt nicht. Aber sie sind halt eben auch nicht besser, so. Hm. Mann, ich brauche graues Färbemittel. Ja, okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so. So machen wir das. Und dann machen wir das so. Hey, Tapsi, das wäre ja dann voll die schöne Sache. Ach so. Luki, dann könnten wir unseren Ofen manchmal noch besuchen gehen, weißt du? Das wäre doch schön. Ja. Wenn wir den vermissen. Oder? Mhm. Das stimmt. Oder willst du den behalten? Nee. Wir machen sehr oft Pizza vom Gasgrill. Das geht auch, ja. Aber wenn das wirklich so die Leidenschaft von einem ist, dann ist das schon cool. Ja. Also, aber man kann Lukas da nichts anderes drin machen. Also Lukas hat ja auch noch einen Elektroofen und das schmeckt auch richtig geil. Aber ich finde, wenn das in dem Feuerofen ist, ja, dann schmeckt es das ist halt, so ein Ticken also besser. Wirklich, ich meine das ernst, es ist wirklich, gerade mit dem, also mit Gas geht es noch, weil Gas hast du halt immer die gleiche Temperatur. Es ist nicht so einfach. Also vermutlich werden die ersten 5 Pizzen kacke sein. Aber wenn man es dann erstmal raus hat, dann ist halt schon geil. Und es geht so schnell. Also 90 Sekunden. Pizza. Das ist so krass. 500 Grad hat das ungefähr. 450 würde ich mal schätzen. Schon hot. Hot or not? Ich übe gerade auch an der perfekten Pizza, aber jedes Mal gibt es was zu verbessern. Ja, ist auch so. Lukas hat auch meistens was zu verbessern. Ja, ist auch so. Ich mache die auch manchmal, also je nachdem, worauf ich Bock habe, mache ich die auch manchmal ein bisschen anders oder so. Ja, also ihr müsst dann halt einfach einmal zum Crashkurs beim Lukas kommen, Tabea. Ach toll, Mann. Gibt Lukas so einen Crashkurs
wie man Pizza macht. Clock with item to set. Ich verstehe das Ding hier irgendwie nicht. Warte mal, sagen wir mal. Hallo, ich bin noch mal kurz da und habe noch ein Bücherregal platziert. Was hast du? Noch ein Och Mann, das sieht platziert. Ja schon schön aus. Nina, wo machen wir den Schalter hin? Wenn du reingehst, ist der eigentlich immer an der Seite, ne? Ja. So? Ja. Okay. Gesundi. Danke. Mulberry Street. Okay, wir werden den Block jetzt verlieren. Ja. Bisschen Schwund ist immer. Nein, Mann! Nein. Okay. Au. Das tat schon weh auch. Isa, mach's gut. Schön, dass du da warst. Tschüssi. Tschüssi mit dem Küssi. Genau. Ich komme hier nicht raus. Von Luki und mir. Und im Chat. Target kommt. Ich verstehe da trotzdem nicht, wie das funktioniert. Guck mal, ist genau dein Thema jetzt im Chat. Jetzt wollen alle Pizza machen, Luki. Ja, also Pizza ist auch was ganz Tolles. Also ich mag ja auch eigentlich nicht so gern Pizza, aber Lukas Pizza ist einfach. Wisst ihr, daran schmeckt halt auch nichts fettig. Wenn man so eine Pizza bestellt oder so, dann ist das immer, dann fühlt man sich danach immer so richtig so. Und Lukas Pizza ist einfach nur geil. Er sagt auch immer, ja, er kann da auch noch was drauf machen, wenn ich das will. Oder ne, halt, ob er irgendwas anders noch machen soll. Aber ich finde das so lecker. Da ist dann einfach nur die Tomatensauce und dann Mozzarella obendrauf und ein bisschen Olivenöl und muah. So wie das muss. So lecker einfach. To make the floor selection easier. Right-click to assemble elevator. Was, was, was? Alter, das ist voll kompliziert. Also, was muss ich machen? Also, das Ding, dann Pause. Wo ist Pause? Keine Ahnung. Was stand da jetzt gerade? Right-click. Ah, okay, damit kann ich das Klopf drücken. Ja. Ja, genau, Blackhead. Lukas macht immer napoletanische Pizza. Ich bin sofort wieder im Chat, ich muss das hier einmal gerade verstehen. Ja, okay, dann fährt er da wieder hoch. Right-click on the assembly pulley to turn into blocks. Ah, okay, 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 okay. Das heißt, wenn ich hier nachher einen Rechtsklick drauf mache, dann aktiviert er das Ding so, sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich sammle jetzt übrigens Kanalpunkte fürs nächste Twitch Royale. Ja, sehr gut. Ich hab Bock. Ich freue mich schon. Also, ich möchte das diesmal auch wieder früher machen als letztes Mal. Also, nicht so lange warten damit. So, jetzt müssen wir einmal hier nach unten düsen. Am besten machen wir hier neben so einen Notausstieg nach unten. Also genau, richtig. Ich mache die napolitanische. Das Ding ist, die ich im Elektroofen mache, ist so eine napolitanisch-Style-Pizza. Das ist aber nicht richtig napolitanisch, weil das geht, dafür ist der nicht heiß genug. Aber ja, ich mag das halt sehr gerne. Und Nina mag das mal, wenn ich ihn dran ein bisschen dünner mache. Deswegen drücke ich den bei ihr mal einfach platt. Aber ja, ich finde, das ist halt einfach die geilste Pizza, ist einfach so. Yes. Also das Ding ist halt auch, ihr kennt das ja vielleicht, wenn man so Pizza isst und so, oder auch andere Sachen, nicht jetzt nur Pizza, dass man da manchmal so überwältigend satt ist. Und ich bin auch immer sehr satt, weil ich halt auch viel zu viel von der Pizza esse. Aber das liegt halt nicht so übertrieben schwer im Magen. Also wenn ich so viel von einer anderen Pizza essen würde, dann könnte ich mich 5 Monate nicht mehr bewegen. Das ist ja das, was ich meine. Also das ist halt, das schmeckt halt nicht irgendwie wie Fast Food. Also es schmeckt halt so fresh.
Darf ich mir nächste Woche einen Gutschein zum Geburtstag wünschen, dass ich dich auch mal besuchen kann? Ein Stück Pizza, ja klar. Natürlich! Ja, ja. Okay, warte mal, jetzt muss ich mal gerade denken. Also, sagen wir mal... Also wirklich halt. Warte mal kurz. Ich habe auch nächste Woche Geburtstag. Sagen wir mal, wir machen das jetzt folgendermaßen. Vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen umbauen da gleich, Nina. Mhm. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das Ding ist, man darf auch nicht zu viel erwarten, sonst ist man nachher enttäuscht. Ja. Also ich meine jetzt von der Pizza. Ja, aber das meine ich auch. Also ich will auch immer nicht zu viel so hypen, aber es schmeckt halt einfach so lecker. Weil die Frage ist halt auch immer, also wenn man jetzt halt darauf steht, so auf Pizza Hut Pizza, die halt übelst dick ist mit 5 Tonnen Käse drauf, dann wird man damit halt nicht glücklich mit der Pizza, die ich mache. Das ist halt einfach so. Weil natürlich kann man so eine Pizza auch machen, aber ich mache die halt nicht so, weil ich das halt nicht mag. Aber wenn man halt diesen, also sag ich mal, diesen italienischen, napolitanischen Pizza-Style mag und eben nicht diesen amerikanischen mit alles ist übelst fett und dann findet man die auch geil. Also so würde ich das halt sagen. Naja, aber genug Italiener machen die ja auch nicht so lecker wie du. Also wie die manchmal auch den Käse da drauf knallen und so, das ist einfach alles... Hä? Ich habe irgendwie keine Kreissäge mehr. Nicht so toll. Wieso habe ich keine Säge mehr? Wer hat meine Säge geklaut, Nina? Wer hat Logis Säge geklaut? Du weißt das bestimmt wieder. Hast du irgendwo eine? Du hast eine, ne? Ja, hinten, also hinter dem Haus von den Villager. Ich mag Pizza Hut Pizza tatsächlich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man die natürlich auch mögen und die andere auch mögen. Also man kann ja auch verschiedene Arten mögen, aber ich mag Pizza Hut Pizza tatsächlich auch nicht. Nina, ich hab nichts mehr zu essen. Hast du das aus deiner Briefkasten schon gegessen? Die Lasagne, ja. Ja. Echt? Ja. Ich renne halt die ganze Zeit übelst weite Strecken, deswegen habe ich andauernd Hunger. Willst du Kartoffelsalat? Wo ist denn deine Säge? Ach, hier hinten. Ja, gerne. Also ich will dir das jetzt auch nicht wegnehmen, ne, wenn du das brauchst. Nee, ich freue mich doch, wenn du das isst. Ich habe gestern oder vorgestern noch zu Nina gesagt, dass ich es nicht verstehen kann, wie man das geil finden kann, wenn im Grand Käse ist. Aber ja, ich weiß, dass das viele geil finden. Guck mal, was Sally geschrieben hat. So geht's mir auch, Mark. American Style, super dicker Teig und fettig. Am besten mit Käserand, Hauptsache Herzinfarkt. Tja, das ist natürlich jetzt doof, so wie ich das mache. Weil ich kann dann da jetzt nichts dran... Ach, das ist doch echt kritisch. Ah, ich weiß, wie ich es mache. Nina, du müsstest einmal schlafen, sonst sind hier gleich überall Monster. Oder wir stellen hier mal mehr Betten hin, dann kann ich hier auch schlafen. Nee, nee. Nur ich habe keinen Platz mehr für Schlafsäcke. Okay, ich habe irgendwas jetzt falsch gemacht. Lukas und ich sind beide nicht so Käsemenschen. Also ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon im Stream gesagt. Eigentlich ist der einzige geschmolzene Käse, den ich gerne mag, Mozzarella. Ja. Käse. Gibt's vielleicht einen Schlafsack im Game? Ja, wir haben eine Mod drin, aber mein Inventar ist eh schon immer so voll. Ich hab den Schlafsack. Ah, so geht das nicht. Mist. Oh, ich bin ja auch lo... Achso, das sieht dann natürlich doof aus. Wieso ist denn das jetzt 4 hoch? Ach, jetzt habe ich den auch einen... Ah, jetzt verstehe ich das Problem hier. Papa, ja, Coco, Banana.
Hä, irgendwas ist hier ganz verwirrend gerade. Mein Gehirn ist verwirrt. Ich möchte jetzt kein Papier mehr machen. Meine Himbeeren wachsen so langsam, es ist so nervig. Du hättest dir einfach eine Farm machen müssen. Hab ich doch. Nein, mit der Create Mode. Oh. Was war das denn wieder für ein... Oh. Dann hättest du nächstes Mal 800 Nein. Stacks. Was ist denn Rougette? Ja, das ist der Ofenkäse. Nee, mag ich gar nicht. Nina hat das einmal gesagt, ich soll das probieren. Und ich habe wirklich, das war so noch am Anfang, da wollte ich halt wirklich nicht sagen, bläh, aber es war bläh. Es hat allein schon so gestunken, dass ich schon die ganze Zeit würgen musste. Also wirklich. Könnt ihr keine größeren Backpacks machen? Doch, aber dann ist ja noch alles durcheinanderer hier. Das ist ja schon belastend genug. Ich habe keine Ahnung, also nicht so ganz eine Ahnung zumindest, wie ich das jetzt machen muss hier, aber wie will 3? Also, ich müsste das ja jetzt rein... Ach, das ist doch auch schon wieder blöd. Ah nee, der ich ist glaub, noch ich habe in der ganzen Zeit, wo Lukas und ich uns kennen, einmal vielleicht gekocht, oder? Ganz alleine. Warte. Nina, guck mal! Ich sag ja, der ist sehr langsam. Cool. Ja, aber nice. So soll das ja sein, weil das muss ja episch sein, wenn man dann da in den geheimen Keller reinfährt. Das dauert wirklich sehr lange. Ich meine, ist ein bisschen nervig, wenn man dann schnell mal da hin. Ja, ich kann den ja noch einstellen, dass der schneller fährt. So, hier geht es dann raus. Dim, 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 dim. Da muss noch eine Jukebox mit Musik rein, ja, ich glaube auch. Das wäre ja lustig. Nein. Das ist ja schon einfach. Ups. Okay. Okay, gut. Dann brauchen wir aber noch mehr Sachen. Was für eine Tür kann ich da rein? Kann ich da? Muss das eine Train Door sein? Oh Mann, die sind so teuer. Huch. Ich muss jetzt erstmal noch mal ein bisschen kochen. Falls du mich suchst, ich bin in der Küche. Man kann damit einen Kran bauen. Wow. Glaube ich. Naja, vielleicht auch nicht. Wie gut, sieht fast aus wie ein Aufzug in Dark Souls. Irgendwie ist alles Dark Souls, ne? Ah! Was war da? Oh mein Gott. Piep, 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 die Tür wird nur angezeigt, wenn es vom selben Mod ist. Ja, das ist richtig, aber ich will ja, dass die sich bewegt. Und die, die sich automatisch bewegt, ist nur die Train Door. Das habe ich schon mal getestet. Obwohl, nee, warte mal, das kann sein, dass es auch noch eine andere ist. Das sind aber nur die Create-Türen, das weiß ich. Ich glaube, es ist die Brass Door tatsächlich, die sich, vielleicht aber auch, wir testen einfach mal. Vielleicht öffnet die sich auch automatisch. Möchtest du ein bisschen Apfelsaft? Gerne. Lukas, was ist los? Oh yes, die Tür geht auch. So. Hä, das war vor allem die falsche Tür. Okay, nee, das ist egal. Gut, ich kann also auch diese Tür nehmen. Die ist ja easy zu machen. Sehr nice. Ich wollte 2 Sachen holen. Ich wollte einmal... Lü, lü, lü.
das holen. Damit wir daraus das machen können. Und wir brauchen jetzt eine Tür. Die Frage ist, wofür? Hierfür. So, das heißt, das kann dann hier rein. Oder war noch eine Tür? Muss kurz pipi. Okay, so. Und dann können wir nämlich wieder zurück. Brina, mach's gut. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Dead by Daylight spielen. Hab einen wunderschönen Abend. Mach's gut. Ich muss mich mal nackig unter fließendem Wasser schrubben. Weil ich leicht verschwitzt bin. Alles klar. Bipsan, ich wünsche dir viel Spaß. So, zack. Jetzt können wir nämlich hier die schöne Tür reinsetzen. Ach, das wird so geil. So. Ah, ich habe wieder was vergessen. Ich bin aber auch manchmal ein bisschen dumm, ne? So, jetzt müssen wir einmal hier rein. Oder war das Gray? Nee, das war das. Zack. Tja, oder ist das doof, wenn das alles so ein... Aber der... Nee, der soll schon so aussehen. Weil hier so viel von Pizza geredet wurde, muss ich jetzt wohl los Pizza kaufen. Oh Mann, ich will auch Pizza. Ja, wir brauchen noch Zink. Wir müssen nochmal kurz darunter. Sorry, dass wir heute so oft hin und her laufen müssen hier. Ein bisschen Sport machen. Hallo. Hallo, Sonnenbrille. Nee? Nee. So. Ja, komm, wir nehmen mal ein bisschen was mit. Zack. Laura, hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Hallo. Wenn du das so vorliest, hört sich das komisch an. Und wie hätte ich das dann vorlesen sollen? Das ist die Laura, die auch zu Einaudi geht. Oh, wie schön. Ja, ja. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Egal. Anders. Okay. Bangers and Mail. Ah, ich bin ein bisschen dumm, ne? Waffels. Das ist natürlich jetzt auch... Ja, weißt du, das ist ein lebensgefährlicher Fahrstuhl. Der ist an den Seiten, hat der keine Dinger. Der muss auch ein bisschen gefährlich sein. Alright. Was ist das? So. Und wir könnten den jetzt hier vorne theoretisch auch aus Holz machen. Ich erinnere mich. Ah, warte mal, vielleicht. Dass es nicht ganz so einfach war, wie sich die Welt das vorgestellt hat. Kriege ich hier Licht rein? Nina, hast du noch eine Hängelampe, also eine Laterne? Ja. Kann ich die haben? Ja. Und hast du noch. Also, sieben Sprucewood. Nein, das ist falsch. Gib mir jetzt wieder zurück. Schnickelhallöchen, wie geht's dir? Nee, haben wir noch nicht. Wir sind nicht so Profis. Ey, ich brauche nicht so viel. Hallo, ich brauche nicht. Danke. Ich brauchte eine Lampe und sechs Dings. Und du musst schlafen gehen. Ich hab keine Zeit, ich muss kochen. Du musst schlafen gehen. Erst schlafen, dann kochen. Das Leben einer Frau. So. Ach, geil. So. Tja, oder ist das doof, wenn wir das jetzt hier so... Na, dann erkennt man den nicht mehr als Fahrstuhl, ne? Nee, das ist blöd.
Das mache ich jetzt. Avocado, Chili, Nina, spicy. Du willst ein Holz wieder. Hast du Dark Oak Wood? Ja, nein, glaube nicht. Weiß ich nicht. Oder Jungle Wood? Guck mal da in die Kiste, die da steht bei dir. Neben der Werkbank. Da sind auch ein paar Sachen drin. Fand es mit besser? Wie mit? Mit was? Avocado, sei mal kurz ruhig. Avocado, Chili, Spice, Onion, Tomato. Avocado, Spice. Ich hab's vergessen. Avocado, Chili, Spice, Onion, Tomato. Avocado, Glas. Spice. Oh, das ist doch nice hier, oder? Avocado, Spice. Ich finde das gut. Avocado, Spice. Chili. Ach, das Gitter wolltest du lassen? Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Onion da. Aber so ist doch auch gut, oder? Ja, Giulini, das ist nice, ne? Wieso? Ach, dann kann ich da keinen Block hinsetzen. Das ist natürlich beloxend. Oh, Diana, was nähst du? Tja, ich könnte den einen tiefer machen, dann kann ich aber die Lampe nicht mehr aufhängen. Finde ich auch nicht so geil, ne? Was habe ich denn? Ah. Boah, hab mir alles gemerkt. Tja, ich muss mal gerade denken. Ich habe Guacamole gemacht. Sehr schön, geil, lecker. Tja, anders geht's jetzt nicht. So, Anni! Also nicht Anne, sondern Anni. Ich muss jetzt da einmal hoch. Hast du meinen Witz verstanden gerade? Ja. Nice. Good one. Thank you very much. You're very welcome. So, jetzt bin ich ja mal gespannt wie ein Flitzebogen. Mushroom. Nina, willst du mal kurz vorbeikommen? Ich hab was Tolles, was ich für dich machen kann. Kannst du einmal vorbeikommen? Ja. Warte kurz. Hier muss noch ein Knopf hin. Sehr gut, Zölli. Fahr schön vorsichtig nach Hause. Ich nähe eine Leinen-Oversized-Bluse. Wow. Nice. Cool. Ich bin da. Dann musst du da rein. Jetzt musst du hier auf 0 mit dem Mausrad und dann rechtsklick. Ja, es ist nicht so schnell. Kannst du Musik anmachen? Falsch. Nein. Könnte das halt auch machen, dass die Wände, also die Wände sind ja jetzt sozusagen die Außenwände. Das könnte ich auch ändern, dann wäre der Ding aber noch einen breiter. Hey. So ist aber nicht schlimm, oder? Das war richtig toll. Oder soll ich das noch breiter machen? Das ist richtig toll. Sehr schön. Es ist perfekt. Ich kann es noch ein bisschen schneller nachher machen. Ich finde es super.